Willkommen zurück zu Elder Scrolls Online. Wir sind mittlerweile in den... Verdammt, ich weiß nicht mehr, wo wir sind. Wir sind in den... Steht hier oben. In der Bogenwindspitze, genau. Da suchen wir nämlich Talik Wurmvater, seines Zeichens, böser, übler Zeitgenosse, weil der hitzt hier nämlich den Wurmkult auf unsere Leute und möchte Geister versklaven und Sinmoor ist auch ein... Hat ja auch Lust. Auf jeden Fall ist der Oberbefehlshaber von den Dings. Wir sind mal sehr gespannt, ob wir ihn direkt legen dürfen, oder ob wir... Nicht mehr drehen. Warum schweben die Drehmoor ja nicht in Luft? Okay, der Drehmoor macht das einfach nur so. Ich dachte erst, es wäre ein Wurmkultist, der den Drehmora vielleicht irgendwie die Kraft entzieht oder so. Das wäre ganz interessant. Aber dem ist nicht so. Ist das dann bitte Talik? Oh, das will ich schwingen. Ja, die haben mich das Wort. Hallo. Karl mit Ziel. Das Schöne an Namen ist ja, die rotieren ja auch. Also in der letzten Folge, die wir zuvor hatten, war eine Diskussion, weil ich gerade geguckt habe, war, nehmt das, ihr Deppen! Das hätte ich mal gleich machen sollen. Das ist eigentlich nur eine coole Fähigkeit. War die Vagabund? Kommt ihr her? Ja? Sind Hauptmann Roster, okay. Was machen wir denn die von diesen Vagabunden hier, Bunni? Sind die immer noch von, Moment. Wie ist der Ort? Von, nee, nicht von Rien, sondern von Tarrengraf? Weil da waren die ja, da haben wir die ja erstmal gesehen, die von diesen Vagabunden. Was hatte ich gerade gesagt? Moment. Ich hab meinen Faden verloren. Ich habe gerade was gesagt, wollte was erklären. Vorwärts! Raus gerade. Moment! Jetzt habe ich den Verliesvagabund so aus dem... Jetzt hat das eigentliche Spiel, was ich eigentlich hier die ganze Zeit mache, so aus dem Zusammenhang gebracht, dass ich komplett raus bin. Ich muss gerade sagen... Verdammt. Nee. Okay, vergessen wir das. Was immer ich gerade gesagt habe, ignoriert es, bevor ich den Verliesvagabunden befreit habe. Es war total Wurst, weil ich habe mich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ich hatte irgendeinen Punkt, ich wollte auf die letzte Folge verweisen, falls ihr die letzte noch nicht gesehen habt. Ich wollte das Thema gerade fortführen und jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte, weil... Ich kann das wirklich abbrechen. Verdammt. Ja, ohne Witz, ist mir gerade ein bisschen peinlich, dass ich komplett vergessen habe, wo ich gerade geredet habe. Das passiert mir außerordentlich selten eigentlich. Also es passiert öfter, dass ich mich selber unterbreche und dann einfach nicht mehr weiterrede. Aber es passiert mir sehr selten, dass ich selber raffe, dass ich was labern wollte und mir dann der Text entfällt. Weil ich dazu eigentlich sagen wollte, weil ich irgendwas anderes aus... Naja, gut, was jetzt. Was soll it? Das sieht immer mehr nach einer Falle aus. Soll mich mir irgendjemand hinterherrennen? Ja, ihr wollt mich hinterher. Es ist sehr schwierig, den Stufen in Aoi zu zaubern. Aua! Oh, andere Spieler. Was haben wir hier Schönes? Aha. Wollen wir diesen lustigen, unheilvollen Stein nicht erstmal kaputt machen, bevor wir irgendwas anwandern? In den... Ach, hallo, Hauptmann Roster! Kühne sei Dank! König Jorun sagte, dass ihr kommen würdet, aber ich hatte schon meine Zweifel. Ach Quatsch. Wir dachten, wir hätten Talik Wurmvater in die Ecke gedrängt, aber diese verdammten Kultisten haben hart gekämpft. Meine Soldaten wurden alle getötet. Ich habe als einziger überlebt. Na, natürlich. Vor allen Dingen, dass es die Kultisten haben hart gekämpft, prinzipiell sind die eigentlich nicht so die Frontkämpfer, die zaubern ja eher, oder? Das ist, mehr machen die den ganzen Tag nicht. Na gut, wo ist jetzt Talik hin? Er ist dort unten. Und da hat er auch Wutrat. Ich mache mir Sorgen darum, was er vorhaben könnte. Aber ich komme nicht durch die Tür. Sie ist durch eine Art schrecklichen, nekromantischen Schutzzauber gesichert. Ist ja schon mal die Idee gekommen, dass dieser Stein, der so unauffällig in der Mitte dieses Raumes hier rotiert und in der Luft schwebt, dass der eventuell minimal was damit zu tun haben könnte? Ja, kann man das Ding brechen? Es ist ein lebendes Opfer erforderlich. Jemand muss den Edelstein dort im Ritualkreis berühren. Derjenige wird sterben, aber es wird möglich, die Tür zu öffnen. Einer der Kultisten hat es für den Wurmvater getan. Ja, das ist doch nicht so schwierig. Da hauen wir jetzt so lange Wurmkultisten an, bis wir irgendjemanden finden, der noch halb lebendig ist. Und den lassen wir dann da rantatschen. Das ist überhaupt kein Problem. Was? Du hast im Stream gefragt, warum auf den Dietra-Beschwörungen immer das dietrische O steht und nicht zum Beispiel das dietrische F oder T. Das ist relativ einfach, weil das O für Oblivion steht. Und Oblivion ist mal der Ort, wo die Freunde wohnen. Und das ist das Zeichen so für sich. Das ist den ihr Markenzeichen.
Man kann übrigens am Morrowind-Ordner liegen, klickt übrigens die Lane, also wenn man Morrowind noch hat, da ich glaube, ich weiß gar nicht. Die liegen nicht im Morrowind-Ordner, die liegen in diesen Construction-Set-Dings, der mit uns der CD drauf ist. Da liegen die drei Schriftarten. Da sind die Derma-Ruinen, die derische Schrift und die andere Schriftart, die ISO halt normal benutzt, ist auch drauf. Die lustigerweise, ich glaube, das ist ein riesen Copyright-Infringement, weil das ist nämlich die Schrift von den Magic-Karten. Die Schrift heißt Magic Card Dingsbums. Wenn du genau guckst, hast du da sogar diese Mana-Symbole mit dabei von den Magic-Karten. Das ist ganz witzig eigentlich zu wissen. Das ist, mir vor Jahrhunderten mal aufhören, da stehen Kultisten. Ja, ohne Ende. Es muss einen anderen Weg geben. Nein, es bleibt keine Zeit. Die Tür muss geöffnet werden und ihr müsst Wurmvater folgen. Ich werde das Opfer sein. Es ist das einzig Richtige. Es wird mir endlich meinen Platz in Sovngarde sichern. Ja, ein Feinde. So schlecht das auch sein möge, ich kann nicht behaupten, dass ich mich schuldig fühlen würde. Wisst ihr? Weiter oben nahe des Portals sah ich einen Regmannen in einem Käfig. Vielleicht hat er sich vom Kult losgesagt. Ich schätze, ihr könnt ihn hierher bringen und ihn überlisten, den Edelstein zu berühren. Ja, gleich wieder da. In Ordnung, aber beeilt euch. Was immer Talik Wurmvater da unten treibt, wir müssen da rein und ihn aufhalten. Und zwar schnell. Ich frage mich übrigens immer wieder, warum es eigentlich keine praktischen magischen Zauber gibt, um einfach... Also zum Beispiel ein Grabezauber wäre unsagbar praktisch. Oder einfach nur irgendwas, um die Steinwände sich durchzubrennen. Das sollte doch eigentlich, wenn Magier in der Lage ist, riesengroße Sachen, dieses, irgendwelche lustigen Seelen zu fangen, Feuerbälle zu werfen und, dann müsste es doch eigentlich möglich sein, einfach was müsste man davon machen? Na gut, das wäre ein bisschen schwierig praktisch zu zählen, obwohl, doch, es geht eigentlich. Wir müssten quasi, sagen wir mal, wir müssten einen 20 cm Durchmesser Baller stellen, der einfach irgendwie nur mit 3000 Grad oder so brennt. Das ist ja nur ein kleines fokussierter Punkt, den wir am besten direkt von unserem Start machen, damit er nicht so weit weg ist. Dann müsste das Ding vielleicht irgendwie noch mit einem Seelenstein spannen, dann hätten wir quasi einen magischen Schneidbrenner. Das müsste doch möglich sein, sich einfach an der Tür vorbeizuführen. Dann würden wir nicht einfach die Tür an den Seiten wegballern. Und dann gehen wir einfach durch. Das kann doch nicht so schwierig sein. Eine komische magische Barriere. Also wirklich. Das ist ja fast wie in Minecraft, wo du auch immer deine Türen. Also ich habe auch einige Minecraft-Server früher gespielt. Dann musstest du die Türen. Du könntest die Türen zwar verriegeln. Das Ding ist aber, wenn du nicht schlau warst, nicht daran gedacht hast, deine Wohnung zu sichern. Und zwar so, dass du. Also ich baue mal sehr gerne Höhlen in Minecraft, würde ich dazu sagen. Ich hatte meine Höhle so, dass das von innen. Typisch hat in meine Höhle reingeführt und das war außen um meine Burg rum, war eine Wand aus Obsidian. Also so die Tür, der Türrahmen war komplett Obsidian und dann war das Obsidian immer so in so gitterartigem Stein eingelassen. Das konnte man nicht sehen, es sei denn, man hat sich versucht reinzugraben. Dann hast du nämlich irgendwann das Obsidian-Gitter gefunden und die wenigsten Griefer haben Diamantäxte. Dann warst du schon mal ziemlich sicher. Auch dafür gibt es da ein System, wo du die Scheiße eigentlich sparen kannst. Ich weiß, dass ich das einmal mal gemacht habe. Ich mit viel Mühe erst meine komplette unterirdische Burg ausgehoben, habe dieses Obsidian-Gitter rumgebaut. Vor allem brauchte der was mit Obsidian, das war mega anstrengend. Konnte ich dieses Schmelzen konnte ich nicht machen. Ach, das war ein Elend. Mich war super toll. So, hallo Lisuin, grüß dich. Ihr gehört nicht zum Kult, oder? Bitte helft mir. Sie haben mich aus meinem Stamm entführt. Ja, warum hat der Wurmvater dich eingesperrt? Ich habe mich ihm widersetzt. Es gab ein Ritual. Ein Kind. Sie erinnerte mich an meine Broka. Ich sollte sie für den Kult opfern. Das konnte ich nicht. Ich habe das Mädchen freigelassen und ich bereue es nicht. Was, ich soll die Axt nehmen, weil die Elfenspalte heißt nur um Hochelfen. Ich bin selber eine Hochelfe, das möchte ich nebenbei mal bemerken. Zwar mittlerweile eine relativ untote Hochelfe, aber trotzdem glaube ich nicht, dass ich losziehen werde, um irgendwelche Hochelfen zu töten, weil ich selber eine bin und ich mag mein Volk. Ich hasse Menschen. Elfen über alles. So. Ich bin doch nur meinem Häuptling gefolgt. Hättet ihr das etwa nicht getan? Talik Wurmvater versprach uns Ruhm, ewiges Leben und Macht. Es waren nur Lügen und Asche. Ich bin den Krieg leid. Bitte, ich will nur nach Hause zu meinen Kindern. Ja, hier, komm auch mal mit. Vielen Dank. Ihr werdet es nicht bereuen. Ich werde ins Reg zurückkehren und ein gutes Leben führen. Ah, bringen wir uns mit. Was würde, wenn du meine Pferde ohne eins hinzubringen würde, lässt mich auch viel mehr aufkommen. Meine Mädchen werden so glücklich sein. Sie haben geweint, als ich gegangen bin. Das ESO wird von konstant 20 oder 30 Leuten geguckt. Über Dauer vielleicht ein paar mehr für besondere Folgen. Ruka ist die Älteste. Sie ist 8. Laine ist 5. Versucht er mich gerade mürbe zu stimmen, dem er von seiner Familie ist? Kann ich nochmal anklicken? Ich weiß nicht, wie ich euch danken. Das ist ja witzig. Tja, meine Freunde. Ah, ich werde trotzdem mürbe. Vor allem ein ewiges Leben. Tja, das habe ich schon. So, kommst du jetzt rum? Guck mal hier, Hochelfe. Mittlerweile mit beeindruckendem Vorbau. Ich meine mich erinnert zu haben, dass ich die Brüste extra... Ist das der Ausgang? Dass ich die Brüste nur halb groß gemacht habe, damit die nicht so sehr beim Laufen stören, nicht auf den Rücken gehen. Ich bin bereit. Wie kommen wir hier heraus? Ja.
Nun gut, vielen Dank. Ich bereue es wirklich, an diesem Angriff teilgenommen zu haben. Wenn ihr je das Rake besucht, vielleicht könnt ihr dann ja meine Mädchen treffen. Ja, bestimmt. Zum Aussaugen. Die Brüste leveln mit. Aber immerhin schön vom Story. Ich kann es kaum erwarten, meine Familie zu sehen. Dass er beim Laufen schon von seiner Familie erzählt und von seinen Töchtern generell überhaupt. Nein! Tjop. Ich glaube nicht, dass ich diese Schreie je vergessen kann. Ich hoffe, dass er eines Tages zu seiner Familie zurückkommt. Geht weiter. Geht und schnappt euch diesen Bastard von Wurmvater. Ich komme alleine zum Portal zurück. Ja, lebe wohl. Ruinen der Bogenwindspitze. Stirb. Brüste sind OP. Ja, ich weiß nicht, also wie gesagt, ich meine, dass die auch mal kleiner waren. Okay, ich habe bis vor kurzem habe ich auch immer eine Plattenrüstung getragen. Bis ich diese komische Robe gekriegt habe, die meine weiblichen Attribute sehr betonen. Oh, das sollte besser keiner aus dem Zusammenhang zitieren. Obwohl man ja auch als Mann durch ordentlich Brusttraining kriegt man auch einiges an Oberweite, ist mir neulich aufgefallen. Also weniger mehr selbst, aber ich war neulich im McFit, da habe ich einen dieser Pumper gesehen, die das ein bisschen übertrieben haben. Die hatten, das war schon eine solide 70A, würde ich sagen. Also der hatte schon, das ist, weil das, die ganzen Pumper tragen ja, es gibt zwei verschiedene Hemden. Es gibt einmal diese komischen Hemden, die sie nur anhaben, damit sie nicht oberkörperfrei rumrennen. Und dann gibt es noch die spannenden Engen. Die gibt es einmal zum Bankdrücken, das sind die funktionalen. Die drücken aber auch alles platt. Also das sind die, wenn die Dinger zum Beispiel von der Frau, wenn meine Stiefmutter ist zum Beispiel Bankdrückerin, wenn die getragen werden, dann hat Frau auch keine Brüste mehr. Und dann gibt es halt noch diese hautengen Hemden, die einfach nur sind, weil die Typen einfach alles zeigen wollen, was sie haben. Da stand halt ein so Typ, der dachte mir, Alter, ganz schön Ohrweide, Dude. Also auch als Mann kann man Brüste haben, wenn man möchte. Kein Problem. Oder man wird ganz so fett, dann kriegt man natürlich auch Brüste. So, moin, wollt ihr mitkämpfen? Ihr findet Talik am Ende der Halle. Hakra und ich halten euch den Rücken frei. Was? Hatte eh früher mehr Brust als eine Frau. Was? Ja, vor allem, die halten mir den Rücken frei. Wir sollen hier auch kommen. Das Portal wird so schnell keiner aufmachen. Was ist das eigentlich für ein dämliches Türschloss, wo du jedes Mal eine ganze Seele opfern musst? Nicht Saprosede, hätten wir ja nicht einfach nur einen Seelenstein ranhalten können. Dafür haben wir doch. Ach, das ist Sinmur. Ich dachte, die hätten ihn wiederbelebt. Also so richtig als ganzes Stück und nicht nur so ein bisschen als. Das ist ja Talik. Schade, ich habe meine Ulta ja nicht ans Projekt. Naja, was soll's. Der Wurmkult wird siegen. Auf Time! Stimmt, das ist Talik, Kämpfer. Wie, hat er sich gerade gebabbelt? Doch mit 5 HP? Nee. Oh, wir können so einfach besiegt er mich nicht. Oh, Talik, willst du jetzt etwa. Aha. Ich hätte einfach Seelenfall auf ihn zaubern sollen. Das hätte wahrscheinlich auch funktioniert. Jetzt ernsthaft? Ist das jetzt sein Ernst? Das ist seine Stärke. Ich hätte eigentlich eher gedacht, dass er in den Körper da reingehen möchte. Jetzt bestimmt ich hier mit ein paar Ihr werdet rein. Den Wurmkult niemals besiegen. Aua, ich überlasse Sinmur meinen Geist. Als opfert er sich selber in Sinmur rein, weil das ja mit den alten Draukeln nicht geklappt hat, gibt er jetzt nicht mehr die Axt. Finde ich übrigens schön, dass wir da. Dadurch, dass ich hier nur einen gepult habe. Von den. Für den Draugern. Weil er die einen nach dem anderen belebt hat, habe ich jetzt gute Karten. Hab ich hier nicht noch was? Ich kann ihn noch entsaugen, oder? Das ist Quatsch eigentlich. Aua! Also im Zweikampf bin ich immer noch fucking schlecht. Na gut, ich habe auch einfach keine Nahkampfskills. Ne? Ich habe ja nichts, was ich irgendwie. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, das sind nur Nahkampfskills, dass du so dauerhaft Gegner aus. Ja, das geht ja überhaupt nicht voran. Also wie lange willst du nah an Leuten rumkämpfen? Da wirst du ja alt bei. So, dann kommen wir mal her. Erstmal das Seelenfalle. Dann Leben entziehen. Das drauf, dann das. Boah. Dann den dort. Und dann einfach dauert. Wir haben eine Sache noch vergessen. Noch ein Dorf. Boden jetzt. Wutrat ist nichts für dich, Kleine. Kleine?
Aber den Riesen kann die dumme Axt ja eh nicht halten. Wo ist Sinmur jetzt hin? Ich fürchte, das hat Sinmur nur noch gefährlicher gemacht. Schnell, wir müssen reden. No shit, Sherlock. Talik ist tot. Lang lebe Sinmur, oder wie? Ja, das ist was zur Hölle. Ihr habt dasselbe gesehen wie ich. Wir haben das Ritual aufgehalten und ihr habt Talik getötet. Aber Wutrat wurde zerschlagen. Talik setzte die verbliebene Kraft der Axt ein, um mit Sinmur zu verschmelzen. Das ist ja toll. Kann man die wieder zusammenbasteln? Vielleicht, aber die Bruchstücke der Axt sind verschwunden. Wenn man sie finden würde, könnte man Wutrat wieder instand setzen. Wenigstens bleibt uns das Heft der Axt. Nehmt es euch und dann verschwinden wir von hier. Ich hoffe, das Heft der Axt ist mega magisch und damit kann man den Rest bauen. Hast du noch welche Kommentare zu dem Thema? Die Macht der 500 steht hinter euch, Kameradin. Was, du bist halt Mädchen, die essen bekannterweise zu viel Salat. Ja, von Salat schrumpft der Bizeps, weiß man doch. Das ist ja allgemeines Wissen, oder so, oder was? Okay. Achso, das Heft. Ja, das ist relativ viel von der Axt. Gut gemacht. Nehmt das Portal zurück ins Lager des Ebenherzpaktes. Ich hätte zwar irgendwie lieber den Kopf der Axt gehabt, weil ich glaube, den Griff hätten wir leichter nachbauen können als den Kopf, aber was soll's. Und deswegen ist die Axt in Skyrim kaputt. Ich überlege gerade ernsthaft, wo zur Hölle Wutrats Axt eigentlich rumliegt. Also wann kam die vor? Die liegt wahrscheinlich in irgendeinem Nordgrab irgendwo im Keller, oder? Wie immer eigentlich. In Skyrim liegt ja nicht immer alles irgendwo unten im Keller. Ich brauche hier Hilfe. Wenn man darüber nachdenkt, kommt das ist eigentlich die komplette Skyrim-Handlung. Schlüssel nach Sovngarde liegt im Keller. Irgendwelche komischen legendären Lauten für die Bardakmir liegt im Keller. Galdos Amulette liegen im Keller. Legendäre Waffe von D3XYZ liegt im Keller. Beziehungsweise hat der D3 in der Hand, lässt sich aber vorher in den Keller laufen, um irgendwas anderes zu holen. Legendäre Dwemer-Artefakte liegen im Keller. Du findest eigentlich nie irgendwas, du findest die Notched Pickaxe findest du oben auf dem Hügel. Das war's. Und Dings hier, den anderen Drachen findest du noch oben auf dem Hügel. Aber ansonsten ist alles im Keller. Das könnte endlich genauso gut Keller-Erkundungssimulator 2000 heißen, das Spiel. So, übrigens, hallo Joron, grüß dich. Akra sagte mir, dass Talik Wurmvater besiegt wurde und dass Wutrat dabei zerschlagen wurde. Besorgniserregend, ja. Aber macht euch keine Vorwürfe. Ihr habt mit dem Mut von Iskramor gekämpft. Ja, ich habe alles getan, was ich konnte. Ihr habt das Blatt gewendet und dem Wurm den Kopf abgeschlagen. Ohne Talik Wurmvater ist der Kult empfindlich geschwächt. Dank euch kann ich jetzt den Sieg am Horizont sehen. Jetzt erst? Ach, du bist ja auch ein bisschen mystisch, Bursch, also wirklich. Das kann der Wurmholzstab. Man kennt ja kleine Löcher von Käferlarven, die sich eins im Holz glücklich taten, aber nun ist der Stab durch eine Schicht gehärteten Harzes versiegelt. Toll, Veteranenrang 5. Und das Ding ist immer noch schlechter als mein... Also ist es mittlerweile ein bisschen besser als mein Veteranenrang 1 Stab. Möchte ich ihm mal anmerken, aber trotzdem. Bevor ihr zurückgekehrt seid, haben einige unserer Soldaten gesehen, wie der Geisterriese Sinmur aus den Bergen herabgestiegen ist. Er zog in Richtung Osten nach Riften. Ach, stimmt, die Quertlist. Könntest recht haben, Sandra. Aber das... Sollte ich mal wieder ein Skyrim-LP machen? Ich kann mich ja nichts mehr erinnern. Lass uns das nochmal durchspielen, nein. Ja. Folgt ihm bis ans letzte Ende Tamriels, wenn es sein muss. Oh, nö. Ich habe Truppen in die Rauchfrostgipfel geschickt, um Riften vor seinem Kommen zu warnen. Aber ihr solltet euch auch in diese Richtung aufmachen. Nee, Skyrim... Das Problem an meinem Gedächtnis ist ja leider, ich habe ja so einem Nachhineinwissen. Also ich bin super gut im Multiple-Choice-Test, einfach nur weil mein Gedächtnis so funktioniert, dass wenn ich einen kleinen Hinweis höre, dann fällt mir der Rest dazu wieder ein. Also ich habe ein ankerbasiertes Gedächtnis. Wie kann man das am besten nennen? Also wenn ich irgendwie so meinen Anker habe, an den ich mich festhalten kann, dann kommt der komplette Rest, dann kann ich da 3 Stunden Story draus basteln. Weil wenn das alles wieder einfällt, was dann war, wie die Personen ließen, was da war, wie die Landschaft aussah und das ganze Gedächtnis-Ding ist quasi. Ich habe irgendwann mal das Gedächtnis mit einer Bibliothek verglichen. Und die wird halt immer größer, du baust immer oben an. Aber dein Büro, da wo das Bewusstsein sitzt, das Büro ist immer oben. Oder könntest du auch mit dem Keller machen, dass du immer weitere Stockwerke gräbst, aber dein Dings ist immer oben. Nee, das ist falsch, das funktioniert nicht so. Also irgendwie, so älter die Erinnerungen sind, desto tiefer sind die vergraben. Aber wenn dein Inhaltsverzeichnis irgendwie madig ist, dann ist das schwierig. Aber in dem Moment, in dem dir irgendwie so ein Blatt von deinem alten Inhaltsverzeichnis zufliegt und du einfach weißt, aha, das war Schrankreihe 73, dann fällt dir auf einmal der komplette Katalog ein, das komplette Bücherregal am Wissen. Ja, so kann man schön sagen. So, wie dem auch sei, war ja Wutrat hier kaputt, ne? Die Bruchstücke von Wutrat wurden über die Rauchfrostgipfel verteilt.
Seid wachsam und bergt alle Bruchstücke, die ihr auf eurer Reise findet. In Riften sprecht ihr mit Wachhauptmann Viveka. Sagt ihr, dass ich euch schicke. Das ist schön, dass er das so... Also er ist ja König, da kann man sowas ja schon mal so prophezeien sagen. In Riften sprichst du mit dem und dem. Also nein, du wirst mit ihm gesprochen haben. Das ist kein Zweifel, dass das passieren... Es ist kein Zweifel, ob das passieren wird, das ist nur eine Frage, wann. Na gut, ich werde tun, was ich kann. Tschüss. Ich sehe euch auf dem Rauchfrostgipfel, meine Freundin. Wenn nicht dort, dann in Sovngarde. Kühne sei mit euch. Ich bin gespannt, ob du in 20 Jahren noch so gewesen bist. Ja, davon ausgehend, dass ich ja seit ein paar Jährchen nicht mehr älter werde, laut meinen eigenen Plänen, werde ich in 20 Jahren noch genauso fit sein wie in 30. Hoffentlich. So, was machst du eigentlich den ganzen Tag hier rumstehen? Ich werde die Truppen des Pakts nach Trollhättar führen, an die Grenze von Himmelsrand. Es ist ein Ort voller Magie. Ja, warum nach Trollhättar? Ich mache mir Sorgen, meine Freundin. Ohne unseren heutigen Sieg hätte sich die Ebenenverschmelzung womöglich über ganz Tamriel ausgebreitet. Also werde ich nach Trollhättar reisen und sehen, was mir die Magier des Paktes sagen können. Ja, wunderbar. Na gut, wie muss sein? Das können wir uns auch in der nächsten Folge angucken. Wenn es aber wieder heißt, Elatus Online, ich wünsche euch was. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Also lasst mir einen Daumen oder Kommentare oder vielleicht sogar ein Abo, wenn ihr noch nicht habt. Tschüss.